Ja, hallo YouTube, hier ist Luca wieder von Lua Coasters und jetzt geht's los mit dem zweiten Ride-Check, diesmal zum Temple of the Night Hawk im Phantasialand. Ja, wie schon gesagt, Temple of the Night Hawk steht im Phantasialand und ist ein Vekoma Custom MK 900 von der Firma Vekoma, wie auch schon gesagt, mit der Streckenlänge von 1174 Metern. Und es ist eine der längsten Dunkelachterbahnen weltweit. Ich meine sogar die längste, aber da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Ja, sie hat 5 Züge mit jeweils 7 Wagen und jeweils 2 Plätzen pro Wagen. Und besitzt 3 Lift-Tilts, hat eine Höhe von 11,7 Metern und eine Höchstgeschwindigkeit von 46,5 km/h. Ja, die Geschichte ist auch etwas ein bisschen länger, weil die Bahn wurde am 01.04.1988 als Space Center mit Weltallthematisierung eröffnet. Ich konnte sie leider nicht miterleben als Space Center, aber da hat es halt Asteroiden gegeben und so ein UFO oder Raumschiff, wo man vorbeigefahren ist am zweiten Lift Hill, meine ich. Bin ich mir nicht sicher. Ich habe ja ein paar On-Ride-Videos gesehen, aber ich bin mir jetzt auch nicht hundertprozentig sicher, wie die Bahn jetzt verlaufen ist. Ja, und die Bahn hatte eine 18-monatige Bauzeit und 2001 wurde sie aufgrund des Baus von Woodstown oder ja, des Baus von Woodstown, des Fantasy-Themenbereichs sozusagen, umthematisiert zum Temple of the Night Hawk mit Dschungel-Thematisierung, obwohl man das nicht wirklich als Thematisierung bezeichnen kann, was sie sich bis jetzt da geleistet haben. Die Station geht ja noch, aber ja. Und 2015 wurden dann halt neue Leuchtröhren eingebaut, die schon mal aktiv waren beim Space Center mit neuen Lichteffekten und ja, und es gab halt einen neuen Soundtrack von IMAscore für die Station, den Wartebereich und die Fahrt an sich, aber kein Onboard-Soundtrack, weil die Züge kein Onboard-System haben. Ja, und dann kommen wir halt erstmal zum Wartebereich und zum Streckenverlauf. Also befindet sich halt im Bereich Fantasy bzw. Woodstown im Phantasialand. Man geht halt neben der Hollywood-Tour durch so einen Holzgang mittlerweile. Dann sieht man halt diese grün angestrichene Halle, geht da rein durch so ein Drehkreuz, wo ich auch nicht weiß, wofür das gut sein soll. Die Halle ist halt einfach nur grün angestrichen von innen, gefällt mir nicht so gut. Die ehemaligen, diese Fenster, wo früher die Thematisierungsobjekte von dem Space Center waren, sind einfach nur zugenagelt oder zugemacht, zugemalt, keine Ahnung, wie man es beschreiben soll. Mit grüner Farbe halt auch, ist halt eigentlich alles nur grün angestrichen, gefällt mir nicht so gut, riecht halt auch sehr nach Metall, weil es halt alles noch metallisch ist. Ja, dann kommt man in die Station, die mir schon ein bisschen besser gefällt, allerdings könnte man da auch noch mehr machen. Da hat man halt oben so Blätter, sozusagen so Blätternetze, am Dach der Station und so ein paar Pflanzen und so weiter. So grünes Licht, das gefällt mir schon besser als der Wartebereich, aber könnte man auch noch was lösen. Und dann setzt man sich halt in eine der 7 Reihen. Da stellt man sich vor eine der 7 Reihen an, die ausnahmsweise mal keine Tore haben. Also man könnte theoretisch auf die Strecke springen. Macht natürlich keiner, aber ja. Dann nimmt man halt in den Zugplatz, der in jeder Reihe halt für 2 Personen Platz hat und zieht seinen Bügel runter. Das hat ein Beckenbügel, so ein kleinerer Beckenbügel. Dann werden die Bügel kontrolliert und dann geht es los. Dann geht man halt durch eine Rechtskurve in den Lift, wo halt jetzt so ein Soundtrack kommt und diese Stroboskop-Effekte, nicht Stroboskop, LED-Effekte, LED-Leisten. Und da wird man dann auf den ersten Lift-Hill gezogen. Und geht dann fährt dann mit einer Linkskurve in den Streckenverlauf, der dann eigentlich nur aus Kurven besteht, aber mir meiner Meinung nach mehr sehr Spaß macht. Und ja, nach ein paar Kurven geht es dann halt in den zweiten Lift Hill, wo man halt vorher gebremst wird leicht und halt da reingeht. Dann geht es halt weiter mit einigen Kurven, die halt auch meiner Meinung nach mehr viel Spaß bereiten. Bis zum dritten Lift Hill und da folgt das Layout dann auch mit ein paar Kurven,
in den Rest der Strecke, bis man dann halt in die Schlussbremse kommt mit so roten LED-Leisten oben drüber und man dann zurück in die Station fährt mit einer Rechtskurve. Ja, das Layout kann man halt nicht so gut beschreiben, weil die Bahn in letzter Zeit komplett dunkel ist. Das gefällt mir nicht so gut, da könnte man mehr draus machen. Ja. Wenn halt rausgeht, dann geht man halt auch nur durch diese Metallhalle wieder. Und dann kommt man halt wieder zum Bereich Fantasy. Aber dann kommen wir, würde ich sagen, zum Fazit. Also, mir gefällt die Bahn vom Fahrtechnischen persönlich sehr gut. Sie ruckelt nicht stark, obwohl sie eine Bahn von Vekoma ist. Fährt sich relativ sanft. Macht Spaß. Ich finde, das ist so eine Chiller-Achterbahn. Das gibt es nur bei mir den Ausdruck. Also, eine Achterbahn, die macht Spaß, aber die ist nicht zu belastend sozusagen. Also, die kannst du einfach unendlich lange fahren. Und ja, dann. Also, zur Fahrt, die gefällt mir gut. Ist lang, dauert circa 4 Minuten. Ja, ist geil, macht Spaß, hat viele Kurven. Kann man nicht gut beschreiben, das Layout, aber muss man gefahren sein, finde ich. Macht einfach Spaß. Nur, wo es dann viel Kritik gibt, ist bei der Thematisierung. Weil früher hatte die mal eine herausragende Thematisierung als Space Center. Und seit dem Temple of the Night Talk ist das halt so ein bisschen verkommen. Und da gibt es halt nur noch so eine ansatzweise Thematisierung, sage ich mal. Mit dem Dschungelthema in der Station. Und da könnte man echt mehr raus machen. Also auch den Wartebereich könnte man mehr thematisieren. Mir würde es sehr gefallen, weil ich mag die Bahn. Ich finde, die gehört zum Phantasialand einfach dazu. Und muss bei jedem Besuch mindestens einmal gefahren werden oder öfter. Bleibt auch öfter mal sitzen, wenn es leer ist. Und ja, eigentlich ist das einzige Negative die Thematisierung. Der Rest ist eigentlich, gefällt mir eigentlich sehr gut. Auch wenn es eine sehr alte Bahn ist und ich finde es schade, wenn die uns in den nächsten paar Jahren verlassen würde. Weil es gibt viele Leute, die meinen ja, die Bahn ist langweilig oder hat keine Thematisierung. Ja, stimmt ja auch, aber. Ich finde, man kann da mehr raus machen und man sollte da auch mehr raus machen, weil mir persönlich gefällt die Bahn sehr gut. Dann ciao, habt noch viel Spaß auf meinem Kanal und viel Spaß auf YouTube. Könnt euch ja auch mal mein On-Ride-Video angucken. Viel Spaß auf Kirmesplätzen, viel Spaß auf Freizeitpark, in anderen Freizeitparks und ciao.